Start Deutsch 1. Übungssatz 4 für Integrationskurse. Hören. Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Teil 1. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel: Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Nummer 1. Kemp, guten Tag. Guten Tag, Herr Kemp. Hier ist Frau Axoy. Guten Tag, Frau Axoy. Wie geht's? Gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Ich fahre nächste Woche nach Berlin. Ich möchte Sie fragen, ob Sie in meiner Wohnung wieder die Blumen gießen können. Klar, mache ich. Fliegen Sie nach Berlin? Nein, das ist mir zu teuer. Ich fahre mit dem Zug. Wann geht es denn los? Soll ich Sie mit dem Auto zum Bahnhof bringen? Kemp, guten Tag. Guten Tag, Herr Kemp. Hier ist Frau Axoy. Guten Tag, Frau Axoy. Wie geht's? Gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Ich fahre nächste Woche nach Berlin. Ich möchte Sie fragen, ob Sie in meiner Wohnung wieder die Blumen gießen können. Klar, mache ich. Fliegen Sie nach Berlin? Nein, das ist mir zu teuer. Ich fahre mit dem Zug. Wann geht es denn los? Soll ich Sie mit dem Auto zum Bahnhof bringen? Nummer 2. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie mir bitte helfen? Ich habe einen Termin beim Jugendamt, bei Herrn Berg. Herr Berg hat... Warten Sie einen Augenblick, ich schaue in meiner Liste nach. Der hat Zimmer 523 im fünften Stock. Wenn Sie aus dem Aufzug kommen, gleich links. Dankeschön. Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie mir bitte helfen? Ich habe einen Termin beim Jugendamt, bei Herrn Berg. Herr Berg hat... Warten Sie einen Augenblick, ich schaue in meiner Liste nach. Der hat Zimmer 523 im fünften Stock. Wenn Sie aus dem Aufzug kommen, gleich links. Dankeschön. Bitte. Nummer 3.
Guten Tag. Ich brauche ein neues Passbild. Wie viel kostet das bei Ihnen? Brauchen Sie das Bild für den Ausweis oder für die Arbeit? Für den neuen Ausweis. In Schwarz-Weiß kosten 3 Stück 10 Euro. In Farbe 3 Stück 17 Euro. In Farbe 17 und in Schwarz-Weiß 10 Euro. Genau. Im Fenster haben Sie ein Sonderangebot. 5 Farbbilder für 12 Euro. Das sind aber keine Passbilder. Ach so. Guten Tag. Ich brauche ein neues Passbild. Wie viel kostet das bei Ihnen? Brauchen Sie das Bild für den Ausweis oder für die Arbeit? Für den neuen Ausweis. In Schwarz-Weiß kosten 3 Stück 10 Euro. In Farbe 3 Stück 17 Euro. In Farbe 17 und in Schwarz-Weiß 10 Euro. Genau. Im Fenster haben Sie ein Sonderangebot. 5 Farbbilder für 12 Euro. Das sind aber keine Passbilder. Ach so. Nummer 4. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche ein Kochbuch. Deutsche Küche. Die Kochbücher finden Sie zwischen den Reisebüchern und den Schulbüchern. Aha, zwischen den Reise- und den Schulbüchern. Genau. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche ein Kochbuch. Deutsche Küche. Die Kochbücher finden Sie zwischen den Reisebüchern und den Schulbüchern. Aha, zwischen den Reise- und den Schulbüchern. Genau. Danke. Nummer 5. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist? Ja, warten Sie. Es ist gleich 2:30. Gleich 2:30? Vielen Dank. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Auf Wiedersehen. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist? Ja, warten Sie. Es ist gleich 2:30. Gleich 2:30? Vielen Dank. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Auf Wiedersehen. Nummer 6. Guten Tag. Ich möchte mich für einen Englischkurs anmelden. Für welchen Kurs genau? Für den Kurs E3268. Wie ist bitte Ihr Familienname? Böhme. Können Sie das bitte buchstabieren? B-Ö-H-M-E. Ich wiederhole. B-Ö-H-M-E. Und wie ist Ihr Vorname? Guten Tag. Ich möchte mich für einen Englischkurs anmelden. Für welchen Kurs genau? Für den Kurs E3268. Wie ist bitte Ihr Familienname? Böhme. Können Sie das bitte buchstabieren? B-Ö-H-M-E. M-E. Ich wiederhole. B-Ö-H-M-E. Und wie ist Ihr Vorname?
Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7. Kaufmarktpreise, Sonderpreise. Heute im Sonderangebot Sonnenpark Orangensaft. Der Liter für nur 69 Cent. Frischer Fisch von der Nordsee. Super günstig. Das Kilo für nur 10,99 Euro. Dazu empfehlen wir frische Kartoffeln aus Italien. Das Kilo für nur 1,99. Nummer 8. Nächster Halt Wiesbaden Hauptbahnhof. Der Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nummer 9. Verehrte Kundinnen und Kunden, vor den Feiertagen haben wir unsere Öffnungszeiten an Samstagen für Sie verlängert. Wir sind daher heute von 9 bis 20 Uhr für Sie da. Montags bis freitags haben wir wie immer bis 19 Uhr geöffnet. So können Sie in Ruhe nach Geschenken für Ihre Liebsten suchen. Nummer 10. Der Fahrer des Wagens UF AK 741 möchte bitte sofort zu seinem Auto kommen. Ihr Wagen steht falsch an der Bushaltestelle. Der Fahrer des Wagens UF AK 741, bitte kommen Sie sofort zu Ihrem Fahrzeug. Teil 3. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Maria, hier Klaus. Du, ich möchte heute Abend ausgehen. Kommst du mit? Wenn du vom Schwimmen kommst, hast du bestimmt Hunger. Wir könnten zusammen im Restaurant Adler essen. Du weißt ja, das tolle Restaurant neben dem Kino. Ich bin ab 20 Uhr da. Wenn du willst, komm doch vorbei. Hallo Maria, hier Klaus. Du, ich möchte heute Abend ausgehen. Kommst du mit?
Wenn du vom Schwimmen kommst, hast du bestimmt Hunger. Wir könnten zusammen im Restaurant Adler essen. Du weißt ja, das tolle Restaurant neben dem Kino. Ich bin ab 20 Uhr da. Wenn du willst, komm doch vorbei. Nummer 12. Hallo Eva, hier ist Jasmin. Mein Zug hat eine Stunde Verspätung. Ich komme also erst um 20.30 Uhr am Bahnhof an. Warte nicht auf mich. Fang schon mal mit dem Abendessen an. Hallo Eva, hier ist Jasmin. Mein Zug hat eine Stunde Verspätung. Ich komme also erst um 20.30 Uhr am Bahnhof an. Warte nicht auf mich. Fang schon mal mit dem Abendessen an. Nummer 13. Hier ist der automatische Anrufbeantworter Praxis Dr. Braun. Sie rufen außerhalb der Praxisöffnungszeiten an. Diese sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Hier ist der automatische Anrufbeantworter Praxis Dr. Braun. Sie rufen außerhalb der Praxisöffnungszeiten an. Diese sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Nummer 14. Sie hören die automatische Telefonansage der Volkshochschule Neustadt. Unsere Telefonnummer hat sich geändert. Sie erreichen uns ab sofort unter 580-9842. Danke für Ihren Anruf. Sie hören die automatische Telefonansage der Volkshochschule Neustadt. Unsere Telefonnummer hat sich geändert. Sie erreichen uns ab sofort unter 580-9842. Danke für Ihren Anruf. Nummer 15. Hier ist das Restaurant Delphi. Wegen der Sommerferien ist unser Restaurant vom 4. bis zum 20. August geschlossen. Ab Sonntag, dem 21. August, erwarten wir Sie wieder wie gewohnt, täglich außer Mittwochs, von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Hier ist das Restaurant Delphi. Wegen der Sommerferien ist unser Restaurant vom 4. bis zum 20. August geschlossen.
Ab Sonntag, dem 21. August, erwarten wir Sie wieder wie gewohnt, täglich außer Mittwochs, von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Ende des Tests hören. Achtung, bugünkü dersimiz Almanca. Sayılarla başlıyoruz, gerisi çocuk oyuncağı. Bir ein, iki zwei, üç drei, dört vier. Sayı saymak Almanca'da şiir yazmak gibidir.